Hallo Leute, willkommen zum mittlerweile, glaube ich, warte kurz. 9. Dezember natürlich, und ich habe jetzt nicht bei meinem Datumsuhr auf meinem Computer geschaut oder sowas. Natürlich nicht. Heute starten wir mit einem etwas anspruchsvolleren Game, nämlich Gravity Falls. Okay, ich spiele auch gleich mal Level 1. So. Hier können wir nämlich unsere stationäre Kanone, wie sie in der Beschreibung beschrieben wird, auf und ab bewegen und müssen unser Projektil in dieses lila glitzernde Ding schießen. Ui, und Level 2. Die ersten Level sind noch relativ einfach, doch mit der Zeit werdet ihr auch bald sehen, kommt es schon ziemlich auf verschiedene physikalische Gesetze an, die verschiedenen Levels zu meistern. Genau. Hier ist es auch noch eher einfach gewesen, dieses Projektil in das Ziel zu locken. Doch hier haben wir schon das erste. Diese Dinger ziehen nämlich meines Wissens nach die Raketen aus ihrer Bahn. Deswegen müssen wir eine möglichst kluge Bahn wählen, um die Rakete auch zu ihrem Zielstandort zu bringen. Genau. Und in Level 5 wird das alles nochmal ein Stück schwieriger. Unten, ich glaube, das ist aber ein bisschen abgeschnitten. Seht ihr auch, dass man nur eine begrenzte Munition hat. Aber die genügt auch meistens in den Levels. Bis zu späteren Levels wahrscheinlich. Ich habe das Spiel noch nie so lange gespielt. Ja, okay. Wupp, wupp, ups, da muss ich weiter. Vielleicht. Weiter. Viel weiter. Und weiter. Gut. Okay, Level 7. So, das wird jetzt schon schwer. Okay, wenn das hier Boom Crash. Nein, weiter. Noch weiter. Okay, weiter. Und dann halt. Jawohl, okay, Level 8. Kurz. Oh, das ist schwer. Das kann ich nicht erinnern. Da muss man auch manchmal ziemlich viel herumprobieren in diesem Spiel. Okay, vielleicht weiter rauf. Nein, okay, weiter runter ein bisschen. Sleigh bells ring, are you listening in the lane? Snow is glistening. A beautiful sight. Jawohl, okay, den Rest könnt ihr selbst spielen. Also, bis dann Leute, bis morgen besser gesagt, beim nächsten Adventskalender-Video. Ciao.